Wunderschönen guten Abend alle miteinander. Wir sind ja ein familiärer Zirkel. Ich überlege mir gerade, ob irgendjemand da ist, den ich auch nur ansatzweise sitzen könnte, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Seid begrüßt und willkommen geheißen zu unserem MCC-Gottesdienst jeden Samstagabend um 6:30. Und jetzt filmen wir natürlich auch, und da kann es ja immer sein, dass jemand dieses Video anguckt und sagt, ja, aber von dem will ich nicht geduzt werden. Also schön, dass ihr alle da seid zu unserem Gottesdienst. Seid herzlich begrüßt und willkommen geheißen. Was gibt es abzukündigen? Zum einen darf ich euch erzählen, dass sich der Gemeindevorstand am Montagabend trifft, also over tomorrow, übermorgen Abend um 7, um 19 Uhr in Stuttgart in der Innenstadt, und die Vorstandssitzung ist öffentlich, gemeindeöffentlich. Wer auch immer Interesse hat, darf gerne dazukommen und hören und staunen, was da so diskutiert und auch beschlossen wird. Wenn ihr Interesse habt, fragt einfach bei mir oder beim Axel oder beim Peter, der noch hinten am Tisch steht, nach, wo die Sitzung genau stattfindet. Jedenfalls ist sie im Kessel, nicht weit übrigens von der Silberburgstraße, die ihr auch kennt. Und dann darf ich euch noch hinweisen, das ist in einer Woche am Sonntag, Nachmittag um 17 Uhr, nicht in Stuttgart, sondern in Neu-Ulm, also schon im Bayerischen. Da gibt es einen queeren Gottesdienst in der Petruskirche zum Thema Frieden und Unfrieden. Und also falls jemand irgendwie sowieso einen Ausflug gerade mal nach Bayern macht, dann ist das ja ideal, am Sonntag dann da gleich mit hinzugehen. Ja, jetzt schnaufe ich so einmal durch und lade euch ein, kommt hier an, egal wo ihr herkommt, atmet durch, kommt an, und ich heiße euch willkommen in ihrem und in seinem Namen, in Gottes Namen. Mutter, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Und lasst uns den Gottesdienst beginnen mit Musik. Vielen Dank, Rainer, dass du da bist und für uns Musik machst. Und wir beginnen mit dem Lied Großer Gott, wir loben dich. Ist auch wahrscheinlich keiner im Raum, der dieses Lied nicht kennt. Und wir singen den ersten Vers und die Verse 9 bis 11, die Nummer 331. Lasst uns beten. Mit einem Gebet von Franz von Assisi. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Ihr Lieben, für den Friedensgruß ist diese Woche ja schon auch wieder mal eine sehr spezielle Woche, und ich bin sicher, es geht uns allen nach, wenn man die Nachrichten anschaltet und hört oder sieht oder liest, was wieder Schlimmes passiert in der Welt und vielleicht auch ganz besonders im Moment in Israel und im Gazastreifen. Und was mich ganz besonders beschäftigt hat in diesem Zusammenhang, ist die Frage, wer wird wann, von wem, wie bestraft
oder vorher überfallen und terrorisiert. Und dass Israel überfallen wird von Terroristen, ist sehr entsetzlich. Ich habe diese Woche mit meinen Freunden gesprochen, die dort leben. Und dann hat mich umgekehrt bewegt, wenn ich höre, dass im Gazastreifen das Wasser abgestellt wird und die Lebensmittelwege zugemacht werden. Dann frage ich mich, gibt es für friedlich lebende Menschen im Gazastreifen eine Sippenhaft? Nur deswegen, nur in Anführungszeichen, weil es dort Terroristen gibt, von denen viel Gewalt ausgeht. Gibt uns das Recht oder den Israelis das Recht, allen friedlich dort lebenden Menschen die Lebensgrundlage zu entziehen? Das war jetzt genug der Politik, aber das hat mich einfach sehr bewegt und sehr tief bewegt. Wenige, die Unfrieden stiften, ziehen viele, die friedlich sind, mit hinein in Konflikte, und das ist sehr entsetzlich. Und umso wertvoller ist unser Brauch, einander den Frieden zu wünschen, jede Woche. Im Herzen, in Gedanken, mit unserer Seele, mit einer gegebenen Hand, mit einer Umarmung. Oder ihr macht die Augen zu und spürt in euch rein, und auch da darf Frieden sein. Und Gott pflanzt Frieden in euch rein. Macht's, wie es euch zumute ist, und wünscht einander den Frieden Gottes. Der Friede, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Lesung Psalm 85, Vers 8 bis 14. Ein Gebet um Friede und Gnade in schlimmen Zeiten. Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten. Dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde erwachse, wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Lieber Gott, sei du hier in unserer Mitte, wenn wir dein Wort hören. Wenn Axel für uns und zu uns predigt und beiträgt, was du uns heute hören, spüren und erleben lassen möchtest. Amen. Liebe Geschwister, es ist tatsächlich eine schwierige Zeit zu predigen. Ich habe mir heute lang darüber Gedanken gemacht, ob ich mich mit dem beschäftige in der Predigt, was gerade passiert, in dem, was wir das Heilige Land nennen. Und ich habe gemerkt, ich bin im Moment nicht so weit. Ich bin nicht so weit. Ich spüre in mir drin viel zu viel Verwirrung und Zorn und Angst und ganz viel Widerstreitendes, als dass ich merke, ich könnte wirklich was Sinnvolles sagen. Ich habe mich daher entschieden, heute ein bisschen von unserer Pilgerfahrt, von unseren Exerzitien, von unseren geistlichen Übungen in Assisi zu erzählen. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, eine kleine Gruppe von uns
war in Assisi mit einer größeren Gruppe. Es war eine spannende ökumenische Reise, die wir da gemacht haben. Eine gute Freundin von mir, die Schwester Marietta, ist jetzt Seelsorgerin am Bussen. Der Bussen ist der heilige Berg Oberschwabens. Also schon allein dieser Titel ist so arg-katholisch, der heilige Berg Oberschwabens. Und Schwester Marietta und ich, wir waren schon oft zusammen in Assisi, haben dort nachgedacht, gebetet, miteinander Gemeinschaft gehabt, und irgendwann kam dann die Idee, wir machen was für eine größere Gruppe, und haben dann beschlossen, wir schmeißen unsere beiden Gemeinden zusammen, ob sie wollen oder nicht. Keine Ahnung, was passiert, wenn da so katholische Oberschwäbinnen und Oberschwaben und Krüpple MCCler sich aufmachen zum heiligen Franziskus. Ich kann es euch schon verraten, es war gigantisch. Es war toll. Es war abgefahren schön. Wir haben unglaublich schöne Erlebnisse gemacht. Wir waren auch als Gemeinschaft unterwegs, die miteinander das gemacht hat. Ich jedenfalls habe nicht gespürt, dass ich nicht willkommen gewesen wäre. Im Gegenteil, ich habe sehr viel Willkommen gespürt auf dieser Reise. Und das ist jetzt die Frage, was erzähle ich euch von dieser Reise? Was kann ich von dieser Reise erzählen, was für diese Gemeinde jetzt wichtig ist? Weil es ist ja Predigt für euch, also nicht für mich. Und wir sitzen auch nicht bei mir daheim und gucken Dias vom letzten Urlaub. Weil wenn wir Dias vom letzten Urlaub angucken täten, das wäre toll. Dann könnte ich euch Bilder zeigen von dieser Stadt, die da liegt. Ganz wunderschön. Von diesem großen, großen Kloster, das sie da hingeklotzt haben, nachdem der heilige Franziskus tot war. Weil, also er war noch nicht richtig tot, da haben sie beschlossen, sie brauchen eine riesengroße Kirche. Ne? Und haben da also ein unglaubliches Ding nachgebaut. Und weil sie gerade schon dabei waren, haben sie auch noch ein großes Kloster hingebaut. Ne? Könnte ich euch Bilder zeigen. Ich könnte euch aber auch Bilder zeigen von einem der heiligsten Orte, die ich kenne. Von San Damiano. San Damiano war die kleine Kirche, in der der heilige Franziskus nach viel Ringen und Suchen und auf dem Weg gehört hat, wie Christus vom Kreuz zu ihm sagte, baue meine Kirche auf, die so sehr in Ruinen liegt. Und der heilige Franziskus, so ein bisschen hemdsärmlich, wie er dann sein konnte, dachte, ja klar, hier, kaputte Kirche, kaputtes Dach, eingefallene Mauern, die Türe hängt wahrscheinlich schief in der Angel, ich fange an, diese Kirche zu renovieren. Hat die Ärmel hochgekrempelt und hat es gemacht. Dieses Kreuz, das da steht, ist übrigens eine Kopie jenes Kreuzes, das damals in San Damiano hing, das jetzt in einer anderen Kirche hängt in Assisi, auch wieder so eine große Kirche, Santa Chiara. Und ich könnte euch erzählen, wie es sich anfühlt, wenn man vor diesem Kreuz sitzt und betet und versucht, seinen Weg in diesem Kreuz zu finden. Ich könnte euch davon erzählen, wie es ist, durch diese Stadt zu gehen und nachzuspüren, wie es vielleicht war für die Aussätzigen dieser Zeit, wenn sie hinausgetrieben wurden aus der Stadt. Wir standen an diesem Tor, wo die Aussätzigen hinausgeschickt wurden, und haben uns versucht und nur versucht vorzustellen, was das wohl für ein Gefühl sein muss, wenn man gerade seine eigene Trauerrede gehört hat, seinen eigenen Trauergottesdienst mitgemacht hat. Wie es wohl war, wenn man gesehen hat, wie irgendein Bürokrat seinen Namen aus dem Register der Bürger der Stadt herausgestrichen hat, wenn man eine Glocke überreicht, wahrscheinlich haben sie hingeworfen, die Glocke, die sie läuten mussten, Aussatz, Aussatz. Und wie es war, nur noch nach unten gehen zu können, irgendwo ins Tal, wo andere Leprakranke wohnten. Wir sind diese Wege gegangen und ich könnte euch davon erzählen, was das mit mir gemacht hat. Ich könnte euch davon erzählen, wie ich vor einer anderen großen Kirche gestanden bin, die ein Bauwerk ist und eine kleine, kleine, kleine Kirche beinhaltet. Die steht da drinnen in diesem riesen Bauwerk. Und ich könnte euch davon erzählen, wie es ist, wenn
man da steht und spürt, ich komme durch diese Mauern irgendwie nicht durch an den Kern. Und wahrscheinlich könnte jede und jeder von uns, die dabei waren, die Heike, der Jochen, der Jens, der Peter, eigene Geschichten erzählen von dem, was passiert ist, was uns erschüttert hat, was uns umgetrieben hat. Und wir könnten euch von wunderschöner Gastfreundschaft erzählen, die uns passiert ist auf dem Weg heim. Und all das wäre schön und all das wäre toll, wenn wir bei mir daheim im Wohnzimmer hocken würden und Dias angucken würden. Tun wir jetzt aber nicht. Sondern wir hören eine Predigt. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, darüber zu reden, was habe ich mitgebracht für diese, meine kleine Gemeinde hier in Stuttgart. Und ich habe was vorbereitet. Sieht zwar im Moment gerade nicht so aus, weil ich keine Zettel oder kaum Zettel habe, aber ich wollte, und ich werde es euch auch tun, erzählen von Liebe und Treue. Weil ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, gerade in einer kleinen Gemeinschaft. Und wie schwierig das manchmal sein kann. Ich werde euch erzählen von Grenzüberschreitungen, kreativer Art, die passieren, weil die brauchen wir, weil unsere Grenzen uns einengen. Und ich werde euch am Schluss noch erzählen, warum kleine Gemeinde eigentlich ein saublöd dackelhafter Satz ist, weil es um was ganz anderes geht. Und jetzt habe ich gerade diesen Text gehört und habe doch nochmal daran gedacht, was passiert ist diese Woche in dem, was wir das Heilige Land nennen und das doch so unheilig ist. Und deswegen will ich mit 4 Gedanken für meine Gemeinde hierher kommen. Der erste Gedanke ist etwas, was mich sehr beeindruckt am Franziskus. Dieser Franziskus war ein Kaufmannssohn. Der hat nie Theologie studiert. Der hat auch nie irgendwie sich für Theologie besonders interessiert. Und als er dann diese Begegnung mit Gott hatte, mit Christus hatte, da war sein Verständnis, das ist es, was ich leben will. Ich will leben, was im Evangelium steht. Ich will einfach das leben, was da steht. Mehr brauche ich gar nicht. Seine erste Regel waren eine Handvoll Bibelzitate. Der Papst war nicht sehr beeindruckt, dem er das vorgelegt hat. Also so kann man ja keinen Orden organisieren. Aber das wollte der Franziskus auch gerne. Der wollte keinen religiösen Orden gründen, sondern der wollte einfach so leben wie Christus auch. Und vielleicht ist das, was wir brauchen. Einfach mal wieder auf den Text schauen und dann jenseits von Politik einfach hören, was Menschen vor vielen hunderttausend Jahren schon gepredigt haben und einfach nur hören müssen, was wir brauchen. Und vielleicht das erbitten und erbeten und hoffen für uns und für die anderen. Denn das sagt der Psalm. Doch ist ja seine Hilfe, ist ja Gottes Hilfe nahe denen, die Gott fürchten. Dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Da ist alles drin, was über dieses Wochenende zu sagen ist. Gerechtigkeit soll wachsen. Gerechtigkeit soll vom Himmel schauen. Und dann können sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. Da brauchen wir nicht mehr fragen, wer hat zuerst. Wer war schlimmer? Güte und Treue sollen einander begegnen und Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir gerade als
du, Liesl, das vorgelesen hast, vorgenommen, dass das mein Gebet für die nächste Zeit sein wird. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Amen. Was will ich meiner Gemeinde erzählen? Was habe ich mitgebracht aus Assisi? Ich habe mitgebracht, gar nicht so sehr den Franziskus, ich habe mitgebracht den Bruder Leo. Ich mag Bruder Leo. Also, jetzt nochmal über mich. Also, wenn man nach Assisi geht, geht man nach San Francisco. Und in San Francisco geht man in die Krypta, wo der heilige Franziskus beigesetzt wird. Und rund um diesen Grab, dieses Grabding, wo sie ihn eingemauert haben, anders kann man es gar nicht sagen. Also, der ist fest vermauert in der Erde, damit man ja nicht klaut. Die hatte so Angst, dass man diesen Körper klaut und Geld damit macht, dass sie ihn eingemauert haben. Aber um diese Mittelsäule herum sind die Gräber der ersten Gefährten. Also man sagt, das seien die Gräber der ersten Gefährten. Da stehen so Metallkisten drin, wo angeblich die Knochen drin sind. Ich weiß nicht, ich habe in keine bisher reingeguckt. Nehmen wir mal an, es stimmt. Ja? Auf jeden Fall ist da das Grab von Bruder Leo. Bruder Leo war nicht einer der allerersten Gefährten. Er kam ein bisschen später dazu, er war nicht einer der ersten 12, es mussten ja 12 sein, er war Nummer 13 oder 14. Auf jeden Fall, der arme Bruder Leo, der hat es immer abgekriegt. Bruder Leo war Priester und war später der Beichtvater des heiligen Franziskus und er war sein treuer Begleiter für die meiste Zeit seines Lebens oder des religiösen Lebens vom heiligen Franziskus war Leo dabei. Leo war dabei, als der Franziskus den Vögeln predigte. Leo war dabei, wenn der heilige Franziskus mal wieder in die Einsiedelei ging und dort in irgendeiner Höhle saß und vor sich hin fror und nicht auf sich aufpasste. Leo war dabei, wenn sie von Räubern überfallen wurden und verprügelt wurden. Leo war dabei, Leo war eigentlich immer dabei. Und Leo, ich glaube fest, dass Leo den Franziskus geliebt hat. Weil nur mit Liebe hält man sowas aus. Weil der gute Leo hat immer alles verpasst. Also wenn gerade mal wieder ein Wunder passiert ist, saß der Bruder Leo da und las. Es gibt so schöne Darstellungen in der Kirche von San Francisco. Der heilige Franziskus kriegt ja dann irgendwann einmal die Wundmale des Herrn. Also dass er so ganz nah an Jesus dran ist. Leo verpasst es. Leo sieht nicht den Engel. Leo hat auch nie die Stimme vom Kreuz gehört. Leo hat es immer nur mitgekriegt, wenn der heilige Franziskus was erzählt hat. Und zwischendurch hat er sich hauptsächlich Sorgen gemacht um San Franziskus. Weil der gute Franziskus hat natürlich überhaupt nicht auf sich aufpasst. Der hat nicht regelmäßig gegessen, er hat die ganze Zeit gefastet, wenn es ihm mal wieder Heißwoche ist, weil er war anscheinend doch immer noch heißblütig, dann hat er sich in den Schnee geworfen, nackig, damit er abkühlt, oder in Rosen, die werden heute noch gezeigt, die Rosen waren so nett, dass sie die Dornen eingezogen haben, als der Heilige sich in sie hineingeworfen hat. Kann man heute sehen in dieser Kirche, die so riesengroß ist und diese kleine Kirche drin hat. Es gibt ganz viele solche Geschichten. Ganz viele solche Geschichten. Immer ist Leo dabei. Und Leo, als später dann der heilige Franziskus gestorben war, war der gute Leo auch derjenige, der immer wieder gesagt hat, Freunde, wir müssen an dieser Vorstellung von dem, was Franziskus wollte, dranbleiben. Natürlich, wir sind jetzt viele, aber wir müssen trotzdem, wir können jetzt nicht hergehen und hier eine riesengroße Kirche bauen. Er hat sich dann mit Bruder Elias angelegt. Bruder Elias war der Generalvorsitzende der Franziskaner in der Zeit, als diese riesengroßen Kirchen gebaut worden sind. Und der Leo hat sich dann mit ihm angelegt. Er hat den steinernen Kasten, in dem sie Geld gesammelt haben, zusammengeschlagen und wurde dafür vom Bruder Elias sogar ausgepeitscht, habe ich heute auf Wikipedia gelesen. Kein Wunder also, dass er später auf diesen Bildern immer so schlecht wegkam. Da sitzt er immer in irgendeiner Ecke und kriegt es nicht mit.
ich finde Leo klasse. Ich gehe auch immer an sein Grab und sage Hallo. Wie toll ist das? Wie toll ist es, wenn man einfach trotzdem dabei bleibt? Zum Leo sind nie die Vögel gekommen, weil er so toll predigt hat. Leo hat nie einen Wolf gezähmt wie der heilige Franziskus. Leo hat keine Engel gesehen und hat keine Hundmale gehabt. Im Gegenteil, Leo war voller Zweifel und Selbstzweifel, hat immer wieder gegrübelt, hat geglaubt, dass er nicht gut genug wäre, nicht stark genug wäre, nicht fromm genug wäre, nicht glaubensmächtig genug wäre. So sehr, dass der heilige Franziskus irgendwann ihm einen Segen aufgeschrieben hat, speziell für ihn. Der Herr segne dich und behüte dich. Er zeige dir sein Antlitz und erbarme sich deiner. Er wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Der Herr segne dich. Hat Franziskus auf einen Zettel draufgeschrieben und den hat der Bruder Leo sein ganzes Leben in der Hosentasche, in der Tasche seiner Kutte mit sich rumtragen. Und ich kann mir vorstellen, dass er immer wieder mal danach gelangt hat. Ist er noch da? Dieser Segen. Wie der heilige Franziskus sein, ist schwierig. Ich finde es echt sperrig, ich finde es echt schwierig. Ich traue mir nicht zu, mich 40 Tage auf irgendeinen Berg zu setzen und zu fasten, bloß weil gerade zufällig das Fest des heiligen Erzengel Michael ist. Oder der heilige Franziskus hat keinen Grund braucht zum Fasten, also der Grund war da. Ich finde es echt schwierig. Ich traue mir es auch nicht zu. Aber ich glaube, was ich gerne hätte, wäre, dass wir so ein bisschen wie Bruder Leo sind in dieser Gemeinde. Dass wir trotzdem dabei bleiben, auch wenn die großen Wunder ausbleiben. Ganz ehrlich, auch wenn ich 1000 Tage dieses Gebet beten würde, wahrscheinlich wird in Israel nicht Friede werden davon. Das Wunder, auf das hätte vielleicht der heilige Franziskus gehofft. Ich wäre gerne wie Bruder Leo, der es trotzdem betet. Das ist, was ich für die Gemeinde mitbringe. Lass uns wie Leo sein und dennoch immer dabei sein. Dennoch immer mit Gebet und Liebe dabei sein, weil das ist das, was er gemacht hat. Wir waren mit unserer Gruppe nicht auf Karcheri oben, der ersten Einsiedelei. Da gibt es Höhlen, in die sich die Brüder zurückgezogen haben. Und wenn man in der Höhle des Bruder Leo sitzt, dann hat man eine klare Sichtlinie. Die einzige Höhle übrigens da oben, mit einer klaren Sichtlinie auf den heiligen Franziskus, auf die Höhle von Franziskus, wo der saß. Und ich kann mir vorstellen, dass der Leo immer mal wieder von seinem Buch oder seinen Gedanken aufgeblickt hat und rübergeguckt hat und guckt hat, ob es dem Franziskus noch gut geht. Und vielleicht einmal rübergewunken hat und gesagt hat, trink mal aus deiner Tonflasche oder was auch immer sie da dabei hatten. Ich glaube, das ist, was wir tun können und sollen. Dabei bleiben in Liebe und in Treue, damit dann etwas weiteres passieren kann. Das ist der erste Gedanke, den ich euch mitgebracht habe. Der zweite Gedanke, der kommt tatsächlich von Franziskus selber. Und ich finde Franziskus ja dann schon immer mal wieder spannend, weil Franziskus gerne Grenzen übertreten hat. Wir denken ja immer, der war so der ganz fromme, angepasste, der war beim Papst und der Kardinal war ganz zufrieden mit ihm und alle waren ganz glücklich und also er ist nicht aus der Kirche rausgeflogen wie 200 Jahre später der Luther. Luther war auch in den Kopf, aber das ist eine andere Geschichte. Er war schon jemand, der auch Grenzen überschreiten konnte und die in großer Kreativität. Die zweite Person, bei der ich immer wieder am Grab vorbeigehe, ist Bruder Jakoba. Ihr hört schon richtig, ich sage Bruder Jakoba, weiblich, nicht Bruder Jakobus. Es gab sicher auch Bruder Jakobuse im franziskanischen Orden, aber es gab nur einen Bruder Jakoba. Bruder Jakoba heißt eigentlich Jakoba von Settesoli. War eine
reiche Witwe aus Rom. Und immer wenn der heilige Franziskus in Rom war, dann war er bei Jacoba von Settesoli zu Gast. Da hat er übernachten können. Die hatte zwei Söhne, hatte eine Familie, hatte eine reiche Familie, die sie auch geleitet hat und wollte eigentlich dem Franziskus nachfolgen. Aber der Franziskus hat gesagt, nee, bleib du mal bei deiner Familie, du hast Verantwortung für deine Kinder, du kannst dieses Leben auch in deinem Leben leben. Und so wurde Jacoba von Settesoli eine gute Freundin vom heiligen Franziskus. Und als der heilige Franziskus dann im Sterben lag, unten neben der kleinen Kirche, die die Portiuncula heißt, über die sie dann später diese Monstrosität, diese riesengroße Kirche von Santa Maria degli Angeli aufgebaut haben, als er da also neben in einer, wahrscheinlich in ein paar Hütter, die das Kloster waren, neben dieser Kirche im Sterben lag, da hatte er auf einmal Lust auf Mandelplätzchen, auf Mandelkekse. Eigentlich spannend für jemanden, der die ganze Zeit fastet, aber es heißt in der Legende, obwohl sein Magen schon keine Nahrung mehr halten konnte, verspürte er auf einmal Lust auf die Mandelplätzchen von Jacoba von Settesoli. Weil die hatte ihm immer gebacken in Rom. Ne? Und dann hat er also einen Bruder zu sich gerufen und hat gesagt, schreib einen Brief an Jacoba, die soll kommen aus Rom, und zwar eilends. Und sie soll mitbringen ein Stück Sackleinen, das brauchen wir für die Beerdigung, weil ich sterbe. Und wir brauchen ein paar Kerzen, und sie soll bitte von ihren Mantelplätzchen mitbringen. Und in der Legende heißt es, und der Brief war noch nicht geschrieben, da klopfte es an der Türe. Und dreimal durfte raten, wer vor dieser Türe stand. Jacoba von Settesoli mit ihren zwei Söhnen. Mit einem Stück Sackleinen, mit ein paar Kerzen und mit Mandelplätzchen. Stellt sie euch hierher. Ihr kriegt sie nachher. Mit Mandelplätzchen. Super, Wunder, klasse, alles gut. Nein, nicht alles gut. Weil der gute Franziskus lag ja im Kloster. Also in der Klausur, im abgeschlossenen Bereich. Also da, wo nur Brüder, also da, wo nur Männer hin dürfen. Was machen wir jetzt? Große Verwirrung bei den Brüdern. Also, was machen wir? Worauf der heilige Franziskus, und ich sage es jetzt in meinen Worten, sagte, ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Lass doch Bruder Jacoba herein. Und so wurde aus Jacoba von Settesoli Bruder Jacoba. Und so ist Bruder Jacoba auch im Orden bekannt, und sie haben Bruder Jacoba tatsächlich auch in der Krypta beigesetzt. Allerdings am Eingang von der Krypta, also so knapp. Also sie haben es dann doch nicht ganz nah gebracht, ihn oder sie bei den anderen Brüdern beizusetzen, so am Eingangsbereich. Aber jeder, der in diese Krypta geht, muss an Bruder Jacoba vorbei. Und ich finde das so schön. Weil das zeigt, wie Franziskus Regeln gebrochen hat. Natürlich hätte er auch sagen können, lass die Frau rein. Aber dann hätten sie angefangen zu diskutieren. Dann wäre es ein riesengroßes Galama geworden. Er sagt einfach, wo liegt euer Problem? Dieser Mensch ist ein Mensch wie wir alle anderen auch. Das ist das, was diese seltsame Sprache sagt. Und natürlich will ich, dass dieser Freund, diese Freundin von mir da ist. Heilige Franziskus war der Erste, der gendergerechte Sprache auf seine Art und Weise benutzt hat. Zu sagen, es ist ganz egal, ob das jetzt A wie Jacoba oder Us wie Jacobus ist. Das ist ein freundlicher Mensch, der mir etwas Gutes tut. Ich glaube, das müssen wir auch tun. Und das können wir als Gemeinde tun. Also ich zweifle so immer noch an der Predigt für die Vögel. Also meistens fliegen die Vögel weg, wenn die kommen. Aber wenn da jemand zur Türe reinläuft und nicht ganz genau weiß, ob sie oder er oder irgendwo dazwischen hier einen Platz findet, ist es an uns zu sagen, wir wissen gar nicht, wo dein Problem ist. Mitmensch, Freundin, Freund. Bruder, Schwester, Bruder Jacoba, komm herein. Das können wir als kleine Gemeinde tun.
Und dann habe ich noch ein drittes für euch. Wir waren auch bei der heiligen Clara. Man kommt in Assisi an der heiligen Clara nicht vorbei. Also ich weiß, es ist eine altkatholische Predigt heute, aber wir kommen an der heiligen Clara nicht vorbei. Und die heilige Clara war die erste Frau, die dem Franziskus dann tatsächlich nachgefolgt ist, die den Frauenzweig des Ordens gegründet hat, die erste Frau, die eine Ordensregel geschrieben hat, die eine starke Frau war, die 30, 35 Jahre ihres Lebens bettlägerig in San Damiano im Kloster lag und von dort aus ihre Frauen organisiert hat. Gegen den Willen und wie es die Männer gerne gehabt hätten. Dagegen, wie es der Papst gerne gehabt hätte, dass sie sich anpassen und genauso Nonnen seien, wie es die Männer halt gerne gehabt hätten. Aber darum geht es gar nicht. Sie war auch eine schlaue Frau. Und sie war eine tiefe Denkerin und manchmal ist es echt schwierig, diese Texte zu lesen. Ich habe hier den dritten Brief der heiligen Clara an die heilige Agnes von Prag. Und bloß damit ihr merkt, was für eine Sprache das ist, das lese ich einfach einmal den ersten Satz vor. Also da kriegst Hirnbindungen. Ihrer in Christus ehrwürdigen Herrin und vor allen sterblichen liebenswerten Schwester Agnes des berühmten Königs von Böhmen, leibliche Schwester, jetzt aber des höchsten Königs des Himmels, Schwester und Braut, wünscht Clara, die demütigste und unwürdigste Magd Christi und Dienerin der armen Frauen, die Freuden des Heils und Urheber des Heils und was immer man Besseres begehren kann. Wer von euch bis zum Schluss durchgehalten hat und den Satz verstanden hat, möge mal strecken, weil dann verneige ich mich vor euch. Weil, also, und so geht der ganze Brief weiter. Na, es ist schon nicht einfach. Aber ich glaube, die heilige Clara, jedenfalls für mich, sagt uns etwas für diese kleine Gemeinde. Und warum klein ziemlich blöd ist als Kategorie. Als Beschreibung. Nicht als Sein an sich, sondern als das, was wir sagen, oh, wir sind so klein. Denn sie redet über die Seele des Menschen. Und dann sagt sie, siehe, jetzt ist es klar, dass durch die Gnade Gottes, die das wertvollste aller Geschöpfe ist, die Seele des Menschen größer ist als der Himmel. Denn die Himmel mit den übrigen Geschöpfen vermögen den Schöpfer nicht zu fassen. Die Seele allein ist seine Wohnung und sein Sitz und dies nur durch die Liebe. Gott, Schöpfer von Himmel und Erden. Und wir sehen das auf vielen Bildern, wie Gott das ganze Universum in Gottes Händen hält. Gott, der so unendlich viel größer und mehr ist als alles, was geschaffen ist, alle Sterne, alle Sonne, alle Galaxien, die Welt, die Kontinente, die Meere, die Seen, die Flüsse, die Berge, Gott ist größer. Und doch wohnt Gott in deiner, 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 in deiner und in meiner Seele, weil Gott in uns sein will. Das heißt eigentlich, meine Seele ist größer als das gesamte Universum. Und das ist eines der schönsten Dinge, die ich aus Assisi mitgebracht habe. Meine Seele, meine kleine Seele, die zweifelt und weint, nicht weiß, was sie predigen soll, die nach Frieden hungert und doch nur Unfrieden sieht. Meine Seele soll größer sein als alles, was geschaffen ist. Denn Gott will bei mir sein. Diese kleine Gemeinde, handvoll, ist größer als alles Geschaffene, ist größer als alle Heere dieser Welt, ist größer als alle Terrororganisationen dieser Welt, ist größer als aller Unfriede dieser Welt, ist größer als alle politischen Systeme, die einander bekämpfen und die doch nur Schaden anrichten. Diese kleine Gemeinde ist größer, weil Jesus Christus hier wohnen will, weil Gott bei euch ist.
glaubt nicht, dass wir klein sind. Glaubt es nicht. Jochen hat es vorher gesagt, ein paar reichen, um Terror in die ganze Welt zu tragen. Die heilige Clara sagt, ihr seid groß genug, dass ihr die paar seid, die Frieden in die Welt tragen könnt. Ein paar reichen, um den Frieden in die Welt zu tragen. Wir werden zweifeln wie Bruder Leo und wir werden Regeln brechen müssen, wie der heilige Franziskus mit Bruder Jakoba. Aber ich glaube, wir können es. Wir können es. Wir können es, indem wir anfangen zu beten. Wir können es, indem wir anfangen, das ernst zu nehmen, was Jesus uns erzählt hat. Und wir können es, weil Gott bei uns ist. Und Gott ist bei euch. Jeden Tag. Bis an das Ende der Welt. Und jetzt kriegt jeder von euch diesen Segen, weil wir brauchen diesen Segen. Den dürft ihr in die Hose da stecken, wenn er dann irgendwann verkrumpelt ist, kommt er, ich habe noch mehr davon. Und weil es bei Franziskanern so üblich ist, wenn man vom Bruder Jakoba erzählt, dann gibt es Mandelplätzchen. Lieber Gott, Göttin, segne diese Gaben. Segne, was uns zufließt als Salz der Erde, Gemeinde Stuttgart in der MCC. Und lass es immer wieder deine Samen sein. Und lass du sie wachsen, die hier zusammenfinden, im Beutel, auf dem Konto, hinterm Altar, vor dem Altar und hinter den Kulissen, was alles notwendig ist, damit Gemeinde leben und wachsen kann. Und wachsen bedeutet nicht immer, dass man in Zahlen wächst oder in Beträgen, sondern in Wert und in Sein. Danke steht in unserem Fürbittenbuch für eine gute Zeit in den Bergen. Danke für Familie und Freundschaft. Danke für deinen Segen jeden Tag. Wir bitten Gott für eine gute Zukunft, für Dieter, für Freya, dass wir nicht mutlos werden und weiter glauben, aktiv sind für eine friedliche Welt, für die Menschen in Israel und in der Ukraine, für alle unschuldigen Opfer von Hass und Niedertracht. Und wir bitten Gott für die Liebe. Amen. Oder einladen an diesen Tisch, der für alle gedeckt ist. Ich will euch einladen, diesen Moment mit einem Moment der Stille zu beginnen, indem wir auf uns selber schauen. Spüren, was in uns ist, was wir mitbringen an Zweifeln, an Ängsten, an dem, was wir nicht getan haben, nicht gesagt haben, oder an dem, was wir getan haben. Dass wir in all dem auch spüren, dass Gott in uns ist, bei uns ist und da ist. Lass uns still werden. Sieh du auf uns und schenke uns Vergebung, schenke uns angenommen sein, schenke uns willkommen sein bei dir. Und das
darf ich euch sagen, und es ist wahr, seid willkommen. Seid geliebte Kinder Gottes. Euch ist vergeben. Seid hier bei Gott und Gott ist bei euch. Amen. In den CC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir diesen Moment als eine offene Einladung. Und es kann nicht oft genug gesagt werden. Gerade wenn es wieder um Grenzen geht und um die oder wir. Wenn es darum geht, Mauern aufzubauen, die Menschen davon abhalten, den Frieden zu spüren, den Frieden zu leben oder einfach nur zu Gott zu kommen. Auch diese Mauern haben wir gesehen in Assisi. All diese Mauern wollen wir hier abreißen. Ihr seid willkommen. Wenn ihr die Einladung hört und spürt, dann seid ihr herzlich willkommen. Kommt. Und ihr werdet ein Stück Brot bekommen, das ihr in nicht alkoholischen Traubensaft tauchen könnt. Und ich werde einen kurzen Segen für euch sagen. Wir feiern heute mit einer Hostie, die nicht glutenfrei ist. Wir haben aber glutenfreie Hostien in einem extra Gefäß da, falls jemand braucht, jemand glutenfrei, dann möge er oder sie kurz signalisieren. Ansonsten wollen wir miteinander feiern. Lasst uns beten. Guter Gott, wir bringen, was unsere Hände Arbeit hervorgebracht hat, von dem, was gewachsen ist, auf Äckern und Weinbergen. Fleißige Hände haben gemahlen, geerntet, gekeltert. Und wir bitten dich nun, lege du deinen Segen auf das, was wir bringen konnten, dass es uns das werde, was wir brauchen. Deine Gegenwart für uns. Im Fühlen, im Schmecken, im Verstehen, im Sehen, im Hören. Für uns in unserem ganzen Sein. Sei du mitten unter uns. So erinnern wir uns an jene Nacht, in der Jesus die Seinen um sich versammelte. Weil er wusste, dass er dieses Fest mit ihnen so nur noch dieses eine Mal feiern würde. Er wollte ihnen Fest zum Abschied schenken und nicht trennen und tränen. Und so nahm er mitten im Mahl Brot vom Tisch. Er dankte Gott. Und er zerbrach es, sodass genug da war für alle. Er sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch und für viele zerbrochen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er einen Kelch und erfüllte ihn und er gab Dank. Er gab ihn den Seinen und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des Heils für euch gefüllt. Alle daraus und so oft ihr es tut, denkt an mich. Und so sei du nun, guter Gott, unser Gastgeber. Sei du nun die Kraft, die uns einlädt und uns Leben gibt. Sei du nun hier. Amen. So kommt, es ist alles bereit. Sei Dank. Danke für diese Gemeinschaft, danke für diesen Raum, danke für diesen Moment, danke für Speis und Trank, danke für deinen Segen.
So lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er zeige dir sein Antlitz und erbarme sich deiner. Er wende dir sein Angesicht zu und gebe dir den Frieden. Der Herr segne dich. Amen.